Herzlich willkommen auf KRONE.at und KRONE TV. Nach langer Zeit begrüße ich Sie endlich wieder mal aus dem richtigen Studio und nicht aus dem Homeoffice. Und zur Feier des Tages habe ich mir gleich einen Gast, zumindest virtuell per Skype, eingeladen, mit dem man erstens wunderbar über Fußball diskutieren kann. Nona, er hat diesen Job ja schon von mehrerlei Hinsicht kennengelernt, mit dem man allerdings auch sehr gut über Themen abseits des Fußballs diskutieren kann. Beides werde ich jetzt versuchen. Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat und grüße ihn sehr herzlich. Servus, Marc Janko. Hallo. Wir grüßen dich. Danke, dass wir dich gewinnen dürfen für dieses Interview. Ich mag gleich mit offenen Karten spielen. Das war schon ein bisschen länger geplant, dass wir beide plaudern. Die Idee war eigentlich, dass wir uns schön langsam auf die jetzt dann plangemäß stattfinden hätten sollende Fußball-Europameisterschaft einstimmen. Daraus ist natürlich nichts geworden. Wir haben jetzt aber trotzdem ein ganz aktuelles Thema. Wir wissen nämlich seit wenigen Stunden oder Minuten de facto, dass die österreichische Fußball-Bundesliga-Saison fortgesetzt werden kann. Das ist eine Nachricht, Marc, die du wie aufgenommen hast. Sehr positiv, weil es natürlich auch bedeutet für jeden Einzelnen von uns, ob man jetzt Fan ist oder auch Ausübender des Sports, dass man ein Stück weit wieder Normalität in seinen Alltag bekommt. Für die Fußballer bedeutet es, Existenzen abzusichern oder seinen Beruf nachzugehen. Für uns als Fans bedeutet es Unterhaltung, aber auch ein bisschen Ablenkung von der doch etwas schwierigen Normalität, an die wir uns alle jetzt momentan gewöhnen müssen. Aber im Großen und Ganzen ist es wieder mal ein Schritt zurück ins alte Leben. Und es hängt ja zumindest graduell auch ein bisschen dein persönlicher Job dran. Marc Janko ist ja seit geraumer Zeit TV-Analytiker, TV-Experte bei den Kollegen von Sky. Wie groß ist die Erleichterung aus diesem Blickwinkel heraus? Ja, sehr. Also in erster Linie freut sich natürlich meine Frau, dass ich jetzt nicht mehr so oft zu Hause da mich aufhalten werde, dass sie auch mal ein paar ruhigere Momente zu Hause verleben. Aber es gab noch keine Corona-bedingte Ehekrise im Hause Janko, nein, oder? Nein. Also wir haben jetzt umso mehr gemerkt, wie sehr wir uns lieben. Und dass es, also wir haben keinen Streit gehabt, sondern sind eigentlich noch mehr zusammengewachsen. Insofern alles gut. Das war jetzt natürlich jetzt nur mit einem Augenzwinkern gemeint. Aber natürlich freue ich mich auf die Aufgabe wieder bei Sky, weil es natürlich jetzt nicht nur eine Art Beruf ist für mich, sondern auch nach wie vor natürlich Leidenschaft. Ich möchte ich werde diesen Sport weiterhin mein Leben lang verfolgen. Ob das jetzt zu Hause privat in meinen vier Wänden ist oder im Sky-Studio, ist dann für mich jetzt kein großer Unterschied. Hast du durch deine Rolle oder durch deine Tätigkeit bei Sky auch ein bisschen ein anderes, vielleicht auch ein besseres Verständnis für Journalisten entwickelt? Verstehst du jetzt die depperten Fragen besser, die Journalisten, die ihr immer gestellt haben, als du noch aktiv warst? Ja, ich muss dazu sagen, es war insofern ein Learning bei mir, weil ich am Anfang meiner Karriere habe ich diese depperten Fragen, wie du es gesagt hast, weniger verstanden, beziehungsweise habe sie auch zu ernst genommen und habe mich da in der einen oder anderen Situation auch bemüßigt gefühlt, dann quasi meinem Gegenüber blöd zurückzuantworten, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, weil du ja einer viel größeren Menschenmenge dahinter vor den TV-Bildschirmen oder Fernsehbildschirmen dann antwortest, gefühlt. Aber das konnte ich einfach, als ich jung war, nicht wirklich ausblenden, sondern habe dann wirklich teilweise auch schnippisch zurückgeantwortet. Und je älter man wird, desto mehr Verständnis bekommt man natürlich auch für gewisse Dinge, desto mehr Leichtigkeit bekommt man natürlich auch für seine Situation, nimmt sich selber auch nicht mehr so wahnsinnig wichtig und entwickelt auch eine gewisse Art von Gelassenheit, logischerweise. Wir werden gleich noch auf den Fußball an sich zurückkommen, aber wenn man schon mit offenen Karten spielt, dann legen wir gleich alles auf den Tisch, damit ich es auch deutsch korrekt formuliere. Diesem Interview liegt ja auch ein kleiner PR-Auftrag zugrunde, den du zu erfüllen hast. Marc Janko ist nämlich seit kurzem Testimonial für Snickers Crisp. Eine leckere Nascherei, spricht er aus eigener Erfahrung. Und trotzdem, Marc, versuche ich dich jetzt ein bisschen investigativ-journalistisch in die Mangel zu nehmen. Marc Janko, der hat ja für mich immer so als der herausragende Vorzeigeathlet gegolten, der auch sehr auf seine Ernährung geachtet hat. Wie passt denn dieses Werbeengagement jetzt zusammen mit dem Vorzeigeathleten Marc Janko? Ja, danke. Da habe ich das anscheinend gut kaschieren können, weil ich, und das ist wirklich ein Faktum, dass ich, seit ich quasi denken kann, immer schon eine Naschkatze gewesen bin und hin und wieder auch in meiner aktiven Zeit die eine oder andere Schokolade vorzugsweise, und das ist jetzt auch wieder nicht gelogen, vorzugsweise Snickers gegessen habe. Deswegen war ich wahnsinnig froh und glücklich und auch stolz, dass die Jungs von Mars, so heißt ja die Firma, bei der Snickers dabei ist, sich gemeldet haben. Sie hätten da ein neues Produkt in der Schiene und würden mich gerne als ihr Testimonial dazu
verwenden. Ich war ein bisschen skeptisch, um ehrlich zu sein, weil ich, wie gesagt, großer Snickers-Fan gewesen bin und alles, was man gefühlt perfekt in Erinnerung hat und das probiert dann weiterzuentwickeln, das ist schon oftmalig in der Geschichte gescheitert. Deswegen habe ich gesagt, bevor wir diese Vereinbarung eingehen, würde ich gerne zuerst diesen Riegel kosten. Und ich kann euch sagen, er hat mich nicht enttäuscht, sondern sie haben es echt geschafft, da nochmal ein Schippchen draufzulegen, weil er eine perfekte Mischung aus salzig, süß und knusprig ist. Und mein neuer Lieblingsriegel, und das ist jetzt nicht, weil ich deren Testimonial bin, sondern war für mich eigentlich Grundvoraussetzung, dass ich auch dahinter stehen kann. Also Werbebotschaft untergebracht. Das Tückische an diesem Riegel ist auch, zumindest für mich, dass er so halbiert ist. Also das sind zwar so kleine Maulvoll, die man locker auf einen Sitz herunterschlingen kann. Wie schaffst du es, dass du da Maß waltest oder Maß walten lässt? Ja, ich teile es mir meistens ein. Also am Abend, wenn ich mir jetzt wieder ein Fußballspiel anschauen darf zu Hause, dann erste Halbzeit eine Hälfte, zweite Halbzeit andere Hälfte. Und so ist es ja auch insofern von Vorteil, dass man jetzt nicht quasi den innerlichen Druck hat, dass man den ganzen Riegel auf einmal essen kann, sondern man kann das dann halbiert zu sich nehmen und kann dann sich das in zwei Teile einteilen, die das Verlangen nach seiner Süßigkeit. Spannende Angelegenheit. Ich habe es eingangs schon erwähnt, man kann mit dir auch wunderbar über Themen abseits des Fußballs diskutieren. Das belegt auch ein Streifzug durch deinen Twitter-Account. Dort, ich würde nicht sagen, wimmelt es unbedingt vor streitbaren Meldungen, aber du hast schon gerne mal ein kontroverses Thema so deiner Meute oder deiner Fanschar zur Diskussion hin, ich will nicht sagen zum Fraß hinhauen. Das ist, wage ich jetzt einmal zu behaupten, für einen erst recht aktiven, aber auch für ehemalige Fußballer relativ ungewohnt. Also wir machen als Journalisten eher die Erfahrung, dass sobald wir versuchen, vom Fußball abzuweichen, sofort die zurückhaltende Haltung daherkommt und sagt, nicht mein Thema, geht mich nichts an. Warum tickst du da offensichtlich ein bisschen anders? Weiß ich nicht, müsste man meine Mama fragen. Ich habe immer schon eine, möchte sagen, starke Meinung gehabt, aber eine Meinung zu gewissen Themen und wenn ich gefragt werde, blöd gesagt, dann antworte ich auf gewisse Sachen. Und wenn man was, wie es jetzt durch Twitter eben auch möglich ist, wenn man sich zu gewissen Themen äußern kann und ich das Gefühl habe, dass ich mich dazu äußern möchte, dann mache ich das mit all der Konsequenzen, eben, dass man auch Leute eben auch anspricht, denen das nicht so gefällt, was man hier sagt. Das habe ich eben auch seitens meiner Karriere schneller mal auch lernen müssen und auch gut gelernt, dass der Schlüssel zum Scheitern eigentlich der ist, dass man es allen recht machen will. Man kann es nie allen recht machen, das gleich mal vorweg. Das gilt für einen Sportler, das gilt für Politiker, das gilt für Epidemiologen, ja, oder Wissenschaftler im weitesten Sinne. Also gilt auch für dich als Journalist genauso gleich. Also du wirst immer Leute finden, die Sachen, die du sagst oder machst, gut finden, Sachen, die du sagst, das ist nicht gut finden. Und wenn man sich damit anfreunden kann, und ich habe das schon, wie gesagt, schon jahrelang jetzt gut machen können, kann das gut schlucken, auch diese negative Sachen, die kommt, und finde es auch immer gut, dass man einen Diskurs startet und dass man sich über Sachen austauschen kann, möglichst unemotionalisiert, aber das ist natürlich in Zeiten wie diesen gar nicht so leicht, weil natürlich verständlicherweise bei vielen Leuten auch Existenzen dranhängen und auch eine gewisse Art von Angst mitschwingt und sie da auch den einen oder anderen humoristisch mit Augenzwinger gemeinten Tweet jetzt nicht so ganz verstehen, beziehungsweise brutal ernst nehmen und sich da möglicherweise selber auch ein bisschen zu wichtig nehmen. Aber im Großen und Ganzen war das oder ist das auch nie böse gemeint, sondern soll auch immer nur dazu dienen, dass man auch einmal quasi eine andere Meinung hat. Apropos Wissenschaftler, wenn ich gleich ein, zwei Tweets tatsächlich herauspicken darf und dich ganz konkret festnageln darf. Einer deiner jüngsten Tweets hat ja den Inhalt, dass du Wissenschaftlern nahelegst, dass sie, sobald sie sich in Bezug auf Covid-19 äußern, sich nicht Wissenschaftler nennen sollen, sondern Vermutungsschaftler. Du bist jetzt nicht nur bejubelt worden für diesen Tweet, also es hat da viele Gegenmeinungen gegeben von wegen, na, der Eckel war, das ist der Fußballer, der hat nicht überrissen, worum es in der Wissenschaft eigentlich geht, weil natürlich steht zuerst die These, die es dann eben wissenschaftlich zu überprüfen gilt. Bereust du solche Tweets im Nachhinein oder sagst du, genau das wollte ich eigentlich erzielen, nämlich einen breiten Diskurs? Na, ich wollte gar nichts erzählen. Also nochmal, ich nehme mich selber nicht so wichtig, dass ich meine, der Nabel der Welt zu sein und dass ich alles weiß. Und auf den Tweet angesprochen, ja, ich habe bis zu diesem Tweet eben auch nicht, war mir nicht klar, dass Wissenschaft eben auch manchmal grau bedeutet. Bis zu dem Tweet war ich eigentlich immer der Meinung, Wissenschaft ist entweder schwarz oder weiß. Ja?
Und wir alle haben jetzt leider Gottes auch in den letzten Wochen auf die harte Tour lernen müssen, dass Wissenschaft auch oft dazwischen irgendwo ist. Dazu muss man auch dazu sagen, dass Wissenschaftler und Epidemiologen, deren Arbeit enorm wertvoll und enorm wichtig ist für uns alle als Gesellschaft und für uns als Erdenbürger, auch oftmalig auf einem Parkett bewegen, wo sie jetzt nicht so wirklich ihren Auftrittsort haben. Das heißt, sie bewegen sich auf öffentlichem Parkett und das ist natürlich ein sehr ungewohntes Parkett. Ich wollte damit einfach zum Ausdruck bringen, dass es für mich auch überhaupt nichts Schlimmes daran ist, dass man bei so einem neuen Virus wie Covid auch mal man weiß jetzt über dieses Ding so viel, sondern die Wissenschaft und Epidemiologen sagen das auch selber. Bei vielen Sachen wird eigentlich noch bislang vermutet und ich finde an dem Wort Vermutung überhaupt nichts Schlimmes, speziell erst recht, wenn man von einem neuartigen Virus spricht. Und das war ich ein bisschen so mit einem Augenzwinkern gemeint, dass man bis auf Weiteres, sobald man nicht wirklich fundierte, einheilige Meinungen über dieses Virus hat, dann eigentlich von Vermutungen spricht und nicht von Wissen. Ja, weil natürlich für mich als absoluter Laie auf dem Gebiet, ich sitze zu Hause und höre an einem Tag, okay, Virus ist jetzt für Kinder total unproblematisch und Kinder sind nicht infektiös. Bedeutet für mich als Familienvater, cool, ich kann sie morgen in den Kindergarten geben und sie können wieder mit ihren Freunden spielen. Bis ich dann am nächsten Tag wieder hören muss von einem anderen Epidemiologen, naja, ist vielleicht doch nicht so ganz richtig, weil ich sehe das total anders und die Zahlen wurden da falsch interpretiert etc. Lange Rede, kurzer Sinn, für mich löst einfach eine große Unsicherheit aus, wenn vermeintliche Leute, die sich damit tagtäglich beschäftigen und deren wertvolle Arbeit da verrichtet wird, sich da so kontrovers teilweise auch äußern und das löst einfach in mir als Mensch eine große Unsicherheit aus. Ja? Und nichts mehr wollte ich zum Ausdruck bringen. Und nochmal, ich finde nichts Schlimmes dabei, wenn man sagt, man vermutet jetzt bis auf Weiteres einfach mal These A, These B, was auch immer, und spricht nicht von Wissen. Und das war mit einem Augenzwinkern gemeinter Tweet und ich finde da, wie gesagt, nichts Schlimmes dabei, wenn man sich selber jetzt nicht so wahnsinnig wichtig nimmt, aber mir ist vollkommen klar, in so einer Situation, wo es für viele um Existenzen, auch um Ängste geht, dass da nicht immer jeder Augenzwinker-Schmäh so ankommt. Und trotzdem, und jetzt wirklich letzte Frage zu diesem Thema, schreibst du auch auf Twitter, dass mit dem Wissensstand von Anfang oder Mitte März der Lockdown alternativlos war. Jetzt politisch ganz brutal und auch ein bisschen pathetisch nachgefragt. Ganz wichtig, ganz ist es wichtig. Nicht, dass politisch alternativlos. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil du natürlich als Politiker in so einer Situation, du hast einen neuartigen Virus, der quasi auf Europa zukommt. Du hast keine Alternative, außer quasi voranzugehen, weil du nicht weißt, was löst dieser Virus aus, als die Menschen zu schützen. Jetzt sind natürlich, im Nachhinein ist man immer schlauer und wir wissen natürlich jetzt alle, es gibt jetzt auch wieder viele, viele Leute, die sagen, ja, hätte man doch nicht ganz so strikt machen sollen. Ja, gratuliere an jedem, der das gewusst hat, aber du warst nicht derjenige, der in der Entscheidungsposition gewesen ist, das für 8 Millionen Leute zu entscheiden. Und wenn das schiefgegangen wäre, die Übung, und der Virus wäre weitaus tödlicher gewesen oder hätte viel mehr Leuten oder Menschen das Leben gekostet, dann möchte ich nicht wissen, was heute in Österreich los wäre. Deswegen habe ich gesagt, politisch war er meines Erachtens nach alternativlos. Okay, lassen wir mal so stehen. Da kann man natürlich noch trefflich diskutieren und natürlich noch viel länger, soll jetzt aber nicht unser primäres Thema sein. Ich will mit dir ganz gerne noch ein, zwei Fragen zum Thema Fußball erörtern, ohne dabei Corona ganz ausklammern zu können. Denn es gibt ja durchaus Horrorszenarien, mag ich fast sagen, was die Zukunft des Fußballs betrifft. Da kann man jetzt alle möglichen Anmerkungen aufführen. Da sind wir jetzt auch wieder beim Thema Experten und sind das jetzt wirkliche Wissenschaftler oder sind das auch alles Vermutungen? Aber eine solche konkrete Vermutung mag ich schon hier deponieren, nämlich jene von einem gewissen Peter Hackmeier, der vor kurzem im Krone.at-Interview gesagt hat, wenn es nicht eine radikale Strukturänderung im Fußball gibt, dann wird der Fußball in absehbarer Zeit überhaupt von der Bildfläche verschwinden, nämlich der Profifußball. Siehst du das auch so dramatisch? Und wenn ja, wo gilt es anzusetzen, um den Fußball zu retten, wenn man es pathetisch formulieren will? Ja, sehe ich jetzt nicht ganz wie der Peter Hackmeier. Wäre auch interessant zu wissen, wie er zu so einer These kommt. Am Ende des Tages ist der Fußball heutzutage ein nicht außer Acht zu lassender Wirtschaftszweig für das Bruttoinlandsprodukt von jedem Land in Europa geworden. Das heißt, der Fußball ist auch bis zu einem gewissen Grad Business geworden und deswegen glaube ich nicht, dass sowas mittelfristig von der Bildfläche verschwinden wird, weil wir uns einfach alle zusammen dieses System
seit etlichen Jahrzehnten aufgebaut haben, wo es um Angebot und Nachfrage gilt und alles, was große Nachfrage hat, wird auch dementsprechend gut bezahlt. Ich glaube eher vielmehr, dass der Fußball sich dahingehend möglicherweise entwickeln wird, dass jetzt vermehrt junge Spieler die Chance gegeben wird, weil natürlich jetzt mittelfristig oder auch kurzfristig viele Vereine finanziell vor einer großen Ungewissheit stehen, wie viele Millionen andere Menschen auch in der normalen Wirtschaft, vollkommen klar. Aber ich glaube, dass Fußball viel mehr Wirtschaftszweig ist als nur mehr Hobby. Glaubst du eigentlich, dass die Europameisterschaft nächstes Jahr programmgemäß stattfinden kann? Also ich kann mir, weil jeder natürlich immer nur davon, logischerweise auch davon spricht, wie spielen wir die Saison zu Ende und relativ kurzfristig denkt, aber wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, wir schaffen es jetzt, dass wir die Saison zu Ende spielen mit Geisterspielen, super, alle freuen sich, Meisterfeier findet zu Hause bei der Frau statt, auch okay und ist halt nun mal so, man kann es eh nicht ändern. Aber was ist dann in der Saison darauf? Also ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass es eine Europa League in der Art und Weise, wie wir sie kennen, stattfinden wird, dass man quer durch Europa reist oder eine Champions League quer durch Europa reist und Bewerbsspiele abhält und dann wieder zurück in sein Land reist und dort dann weiter Meisterschaft spielt. Also ich glaube, da kommen noch viele Fragen auf uns zu, ein Rattenschwanz, wenn man an einer Stellschraube etwas verändert, was dann hinten daraus passiert. Das ist noch nicht wirklich zu Ende gedacht, beziehungsweise wurde das noch nicht kommuniziert. Vielleicht gibt es da schon Lösungen. Ich kenne momentan noch keinen Plan dafür. Deswegen bin ich gespannt und hoffe sehr, dass die Wissenschaftler mit ihrer wertvollen Arbeit zu einem Impfstoff oder auch Medikamenten da schnell Erfolg haben werden, damit wir alle wieder so schnell wie möglich in ein Stück weit Normalität kommen können. Denn Fußball lebt von Emotionen, Fußball oder der Sport lebt von Emotionen. Wir brauchen hier gar nicht den Fußball als Einzelner nennen. Und wenn dieser vor leeren Rängen stattfinden können wird, mittelfristig, dann ist das unbefriedigend für jeden, der hier dran teilnimmt. Damit hast du jetzt sehr subtil wieder den Frieden mit den Wissenschaftlern geschlossen. Letzte Frage und dann lasse ich dich wirklich in Ruhe. Dich persönlich betreffend oder dein Leben persönlich betreffend, wie groß war denn eigentlich der Pensionsschock nach dem Ende deiner aktiven Karriere? Überlegst du schon ein Comeback? Nein. Ich habe das noch keine Sekunde bereut. Das ist wirklich so. Ich habe das auch in dem Moment wirklich wahrhaftig bestätigt bekommen, als ich mit Sky in Liverpool an der Anfield Road gewesen bin, am Spielfeldrand gestanden bin, den Jungs beim Aufwärmen zugeschaut habe und in mir gemerkt habe, es kribbelt eigentlich 0,0% und da mich bestätigt gefühlt habe, dass es die richtige Entscheidung gewesen ist. Weil wo, wenn nicht hier, soll das Kribbeln anfangen, dachte ich mir. Und deswegen, ich bin auf einem guten Weg in ein neues Kapitel meines Lebens, bin noch nicht vollends angekommen, aber ich habe mir dafür immer Zeit genommen, Zeit gegeben und zwischendurch, weil ich einfach ab und zu, wenn die Zeit vergeht, ein bisschen naschen, weil das beruhigt die Nerven. Der Werbefachmann hat wieder zugeschlagen. Das war ein standesgemäßes Ende für dieses Interview. Vielen Dank für deine Zeit, Marc Janko. Und gerne. Bitte übertreib's beim Naschen nicht. Ja? Nein, immer nur Hälfte. Danke. Mach's gut, alles Liebe. Ciao. Ciao, alles Gute.